Pascala live aus der Media City, quasi hier in direkter Nachbarschaft. Die Proben für diese große Show laufen auf Hochtouren unter ganz strengen Hygienevorschriften, damit auch wirklich nichts passieren kann. Und wir freuen uns sehr, dass in der nächsten halben Stunde der Glanz dieses Abends schon hier bei uns im Studio strahlen wird. Denn wir dürfen mehrere Gäste begrüßen und schalten auch gleich live rüber in die Media City. Starten wir jetzt mit einem Star und seiner Geige. Es ist nicht zu übersehen. Der Mann spielt immer die erste Geige. David Garrett, Popstar, Ausnahmetalent. Ein Typ, der das wohltemperierte Vorzeigeinstrument gediegener Kaffeehausmusik auf eine neue Stufe gehoben hat. Bieder ist gestrichen. Er ist der Freibeuter unter den Stehgeigern. Dabei begann alles ganz brav. Nix mit jungem, wildem Violinisten. Stattdessen Streberfrisur und 8 Stunden Üben am Tag. Was ihm bereits als Junge einen ersten Plattenvertrag beschert. Noch mit ziemlich klassischem Repertoire, aber schon mit ziemlich viel Tempo. Dem Abi in Deutschland, Studium in New York. Schon längst gilt er da als einer der besten Geiger seiner Generation. Eine Karriere zwischen Mozart und Haydn scheint vorgezeichnet. Doch diese Perspektive geht ihm gehörig gegen den Strich. Er zieht ganz neue Seiten auf. Aktuelle Melodien gehörig auf Speed getrimmt. Eine Zeit lang ist er offiziell der schnellste Geiger der Welt. Das bürgerliche Feuilleton mag hin und wieder die Nase rümpfen, über den wieder die guten Sitten Strolch unter den Streichern. Allein der Erfolg gibt ihm recht. Ja, ja, da ist er schon und wir reden schon und wir spielen schon und wir machen alles. Grüß dich. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dich mal an dieser Stelle wiederzusehen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Wie waren die Proben bislang? Alles gut gegangen? Alles gut gelaufen. Ich habe ja seit vielen, vielen Jahren die große Ehre, da ein Stück mitwirken zu dürfen. Und heute Abend gibt es ein Stück von John Lennon, Imagine. Und das gebe ich dann zum Besten. Ja, ein Stück von deiner aktuellen CD, ne? Richtig, die ja im vergangenen Jahr rausgekommen ist. Man kann nicht sagen Soundtrack deines Lebens, aber schon ein Stück, viele Lieder, die dich begleitet haben und die besonders sind für dich. Ja, ich habe ja immer versucht, in meinem Leben so die Abwechslung auch zu suchen. Nach einem Crossover-Album kommt meistens ein klassisches oder auch mal ein Filmmusik-Album. Jetzt war Filmmusik wieder dran. Nächstes Jahr gibt es wieder ein klassisches Album mit der Deutschen Grammophon. Ich finde, diese Abwechslung, die lebe ich ja auch seit einem guten Jahrzehnt. Ja. Schon lang ist es her. Aber das macht mir natürlich auch Spaß. Und ich glaube, jeder Künstler freut sich ja immer, hat diese Neugier auch in der Musik Sachen zu finden, die einen immer wieder überraschen und faszinieren und wo man Spaß dran hat. Mhm. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben zur Klassik, zur Crossover, zur Pop oder wozu auch immer, können Sie gerne anrufen 0182 15 15, da steht's, und die 18, denn David hat nämlich auch CDs mitgebracht. Habe ich gehört. Ich höre es zum ersten Mal, aber ich freue mich drüber. Danke ans Management. Ja. Aber okay, du sagst, das weiß ich auch, Carrera Scala ist natürlich immer was Besonderes. Es ist auch mal so ein Herzensding. Aber ich meine, gerade nach 2 Jahren, so ziemlich ohne Auftritte, David. Naja, also ganz ohne Auftritte war es ja nicht. Ich hatte im Linzer Dom letztes Jahr die Möglichkeit, da ein ganzes Konzert zu spielen. Immer wieder kleinere Konzerte, die man natürlich auch wahrgenommen hat. Die große Bühne, die haben wir als Künstler natürlich über die letzten 2 Jahre sehr vermisst. Ich glaube, ich spreche für alle meine Kollegen, dass wir natürlich hoffen, dass bald die Möglichkeit besteht, das wieder zu erleben und das Publikum auch zu fühlen. Diese Emotion zwischen Bühne und Publikum ist glaube ich, auch gesellschaftlich sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass im Herbst, wir haben es jetzt erstmal alles auf den Herbst nächsten Jahres verlegt, und wird schon klappen. Also du bist zuversichtlich, ja? Also irgendwann muss es ja mal. Was kann man anderes machen? Also ich finde,
als Künstler ist natürlich der Drang, Musik zu spielen und aber auch das Leben zu feiern. Musik ist ja nicht nur die Finger bewegen und selber Spaß dran haben, sondern das auch zu teilen mit Menschen, die daran Freude haben. Insofern, ich bin ja nur ein halber Mensch und im Publikum, insofern freue ich mich ja schon sehr darauf. Zumal ja auch live, glaube ich, so ziemlich unter einem fröhlichen Stern stand. Also, weil das ja für dich auch ein Album ist, was eben auch so eine Lebensfreude ausdrücken soll. Ja, klar, es ist ja natürlich auch am Anfang der Pandemie entstanden, das muss ich fairerweise sagen. Ich bin ja ein sehr lebensfroher Mensch. Mhm. Und ich glaube, wenn man natürlich so viel Hiobs-Botschaften die ganze Zeit mitbekommt, dann bin ich jemand, der sagt, um Gottes Willen, jetzt muss ich genau das Gegenteil irgendwie musikalisch einschlagen. Weil es bringt ja nichts, wenn wir nur die ganze Zeit uns in schlechten Nachrichten wälzen. Dann muss man wenigstens ab und zu Musik hören, die einen dann wieder davon wegreißen. Was wäre jetzt zum Beispiel spontan was Fröhliches, was du für die Zuschauerinnen und Zuschauer so spontan spielen könntest? So ganz fröhlich? fällt mir Kreisler... Thema über Corelli. Fröhlich. Finde ich auch. Ist eindeutig fröhlich. Nicht übertrieben, aber guter Groove. Wie ist das? Also ich vergleiche ja, sag mal, das, was du machst im Hochleistungssektor, ja ähnlich wie mit dem Hochleistungssportler, der sich ja auch dann fit halten muss, wenn es eben keine Wettkämpfe gibt, sprich keine Auftritte. Ist das eine andere Zeit für dich gewesen jetzt? Überhaupt nicht. Also ich versuche natürlich, so wie jeder andere, immer so vorbereitet zu sein, dass wenn es heißt, es geht in der nächsten Woche los, dass man... sich wohlfühlt auf der Bühne. Es war aber auch in meinem Leben immer so, dass man sein Arbeitspensum macht, ob jetzt Konzerte anstehen oder eine längere Zeit nicht. Das heißt, die Arbeit jeden Tag, die ist immer dieselbe. Und dementsprechend auch über die Pandemie habe ich versucht, natürlich mein Überpensum genauso durchzuziehen. Und habe natürlich die Zeit, die übrig blieb, mit anderen Projekten irgendwie ein bisschen, die ich vorher nie so richtig angefasst habe, weil die Zeit halt wirklich und die Muße dafür gefehlt hat. Dann habe ich jetzt diese Projekte zum ersten Mal auch ein bisschen mich damit beschäftigt und bin die angegangen. Ja, naja, gut. Also so ein bisschen Stillstand, aber ja irgendwie auch dann nicht, weil man muss ja... Ja, Stillstand vielleicht von außen gesehen, aber wenn man natürlich so viele verschiedene Dinge gleichzeitig macht, habe zum ersten Mal mich wirklich hingesetzt und eine Autobiografie geschrieben, habe 8 Monate daran wirklich... Du selber? Ja. So? Also jetzt Schreibmaschine nicht, aber... Nein, Computer. Ja, ist ja dasselbe. Und es kommt im März nächsten Jahres raus. Ein sehr, sehr langes, aber auch schönes Projekt. Und da wusste ich ganz genau, da brauchst du wirklich ein Jahr für. Das wirklich vernünftig aufzuschreiben. So viel in meinem Leben passiert. Das muss wirklich detailgetreu und die schlechten Erfahrungen, die guten Erfahrungen, das ist so ein bisschen so ein Wegweiser fürs musikalische Leben eines Künstlers sozusagen. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Aber da bist du mit einem Jahr eigentlich gut dabei, muss ich mal sagen, wenn das dein Erstlingswerk ist. Ja, aber ich bin jemand, der gerne arbeitet. Und wenn man viel Zeit hat, hat man viel Zeit zum Arbeiten. Ja, aber also ein Buch schreiben, sich hinzusetzen und zu sagen, so, ich fange jetzt an, ein Buch zu schreiben, stelle ich mir an. Ich habe aber immer gerne geschrieben. Das war immer etwas, auch wenn es um Musik schreiben geht, dieses sich mal irgendwie im Kopf einschließen und mit seinen Gedanken alleine Zeit verbringen. Das ist ja dasselbe, wie wenn du im Studio Musik schreibst. Also ist nicht so weit entfernt. Ich habe heute witzigerweise gehört, weil Musik schreiben fällt mir, ich bin da immer noch baff drüber, Camille Saint-Saëns hat mit 3,5 Jahren seine erste Komposition geschrieben. Ich habe im Kapitel also so und so auch über Wunderkinder mal ein bisschen was zum Besten gegeben. Und? Da warten wir mal, was im Buch drin steht. Ich habe da so eine ganz eigene Meinung. Nämlich? Um es ganz kurz zusammenzufassen, ist natürlich alles auch ein bisschen Publicity und ein bisschen Show. Eltern sind natürlich immer da und Lehrer und es wird natürlich immer schöner dargestellt. Teilweise wurden da auch das Alter runtergedrückt. Ich weiß, ein Jascha Heifetz, ein großartiger Geiger, vielleicht einer der Besten, haben die Eltern mal 2-3 Jahre jünger angegeben und auf die Bühne geschickt. Das ist dieses Mythos Wunderkind. Alles harte Arbeit. Okay,
Aber ich will jetzt wirklich niemanden jetzt wirklich das Bild des Wunderkinds zerstören. Ich gehöre ja selber dazu, aber es ist, genau. Ich weiß, was ich da dafür getan habe, hinter den Kulissen. Aber das ist das Spannende. Auf jeden Fall hast du es gut geteased, wenn wir das nämlich in seiner Autobiografie, die im nächsten Jahr erscheinen wird, entsprechend... Ich wollte es gar nicht teasen, aber plötzlich ist es passiert. Plötzlich, schwupps, jetzt ist es raus. Wenn du heute Abend drüben spielst, leider ist unsere Zeit gleich vorbei. Weil es geht zu schnell. Verrückt, oder? Unglaublich. Du hast die Stradivari mit. Ist das eine, die launisch ist, oder ist das eine, die ohne Launen, Diebenlaune? Die ist überhaupt nicht launisch. Ich hatte als junger Mann oder als älterer Junge, hatte ich eine Stradivari, die hatte so ihre Höhen und Tiefen. Und ab und zu bei schlechtem Wetter hatte die auch irgendwie eine Erkältung. Und bei Sonnenschein hat sie Luftsprünge gemacht. Also Gott sei Dank bei dem Instrument sehr konstant. Ich bin ein Freund der Konstanz. Sehr schön. Also wird das in jedem Fall heute ein schöner Auftritt, ein gelungener Abend. Auf alle Fälle einschalten. Auf jeden Fall. Und vor allem spenden. Ne? Das ist ja die große Botschaft des Abends. David, schön, dass du bei uns gewesen bist. Hat mich sehr gefreut. Ja, viel Spaß heute Abend. Wir gucken nämlich jetzt weiter. Es geht Schlag auf Schlag bei uns. Denn